So, wir lesen die letzte Nikolaus-Legende, Rettung auf See. Und da muss ich jetzt sagen, ich habe kein Arbeitsblatt mehr. Da hast du alle mit nach Hause genommen. Und ich rufe das jetzt hier einfach mal auf meinem Tablet ab. Und wir lesen das Arbeitsblatt hier auf dem Tablet. Ein Arbeitsblatt, da habe ich noch eins übrig. Das mache ich dann mit dir, aber jetzt lesen wir und ich denke, du kannst so ganz gut mitlesen. Gut, schnapp dir einen Stift und lies mit. Rettung auf See. Seeleute aus Myra waren einmal auf dem Meer unterwegs. Plötzlich zog ein gewaltiger Sturm herauf. Das Schiff der Seeleute wurde von den Wellen hin und her geschüttelt. Die Winde bliesen so stark, dass die Masten brachen. Und die Wellen stiegen so hoch, dass bald das ganze Schiff voller Wasser war. Wir werden ertrinken, riefen die Seeleute vor Angst. In ihrer Not, und hier ist ein Fehler, riefen muss das heißen, riefen sie Gott um Hilfe an. Da sahen sie plötzlich einen unbekannten Mann mit einem roten Mantel auf dem Schiff stehen. Der Mann half ihnen, Segel und Masten zu reparieren. Dann ergriff er mit ruhiger Hand das Steuerrad und lenkte das Schiff sicher in den Hafen. Die Seeleute wollten dem fremden Mann danken, aber da war er plötzlich genauso verschwunden, wie er im Sturm erschienen war. Verwundert gingen die Seeleute in die nächste Kirche, um Gott für die Rettung zu danken. Dort erkannten sie den Mann, der ihnen auf dem Schiff geholfen hatte. Es war der heilige Nikolaus. Die Seeleute knieten sich vor Dankbarkeit auf den Boden nieder. Nikolaus aber sagte: Ihr müsst nicht niederknien. Es war Gott, der euch gerettet hat. Vertraut auf ihn, so wird euch nichts geschehen. Und so wurde Nikolaus zum Schutzpatron aller Seeleute. Ein Schutzpatron ist jemand, der immer auf einen aufpasst. Jemand, den man in Not immer um Hilfe bitten kann. Das war die Legende Rettung auf See vom Nikolaus. Ich bespreche nochmal ganz schnell die Fragen mit dir. Ich werde es aber heute nicht so großartig jetzt mit dir beantworten. Warum kamen die Seeleute aus Myra in Gefahr? Naja, nur warum? Zeile 2, da steht eigentlich schon die Antwort. Weil ein gewaltiger Sturm heraufzog. Schreibe auf, was die Seeleute vor Angst riefen. Das findest du wortwörtlich im Text. Ein ganz kurzer Satz.
Was hatte der unbekannte Mann an? Ja, musst du auch mal nachlesen. Fang wieder an mit den Wörtern. Der unbekannte Mann hatte einen roten Mantel an. Warum konnten die Seeleute dem Mann nach dem Sturm nicht danken? Ja, warum? Ja, weil der Mann plötzlich, wo war er hin? Tja, lies noch mal nach, wenn du es nicht mehr weißt. Und versuche zu erklären, was ist ein Schutzpatron? Da habe ich dir schon angefangen, die Antwort aufzuschreiben. Ein Schutzpatron ist, das findest du ganz am Ende des Textes. Gut, das war's schon. Bis zum nächsten Mal.